Willkommen! Bevor ich Sie zu Ihrer Mitwirkung motivieren möchte, gebe ich Ihnen etwas. Ein Versprechen. Wenn Sie am 14. Februar 2016 hier am Bremer Hauptbahnhof ankommen, werden Sie spürbar willkommen geheißen. Nicht nur Sie, alle anreisenden Menschen. Egal, was Sie jetzt nach dem Clip tun. Schon als Jugendliche hatte ich die Vision, dass ich etwas machen wollte, was alle betrifft, stärkt und freut. Und ich bin dankbar, dass meine Vision in Erfüllung gegangen ist. Wir leiden in unserer Gesellschaft unter einem Werteverfall. Wir sind so leistungs- und geldorientiert. Wir brauchen eine Ausrichtung auf andere Werte, wie Wertschätzung, respektvolles Miteinander. Seit anderthalb Jahren habe ich schon diese Idee und es ist mir gelungen. Ab dem 14. Februar wird der Bremer Hauptbahnhof eine namentliche Ergänzung bekommen und heißt dann Bahnhof des Willkommens. Willkommen ist ein Urbedürfnis der Menschen nach Ich bin erwünscht. Willkommen beinhaltet Annahme, Würdigung, Wertschätzung. Bezieht sich aber auch auf Ankommende, Reisende, Flüchtlinge, Kinder und Jugendliche, aber auch Randgruppen, denen mehr Anerkennung in unserer Gesellschaft zusteht. Damit wird in Bremen eine Willkommenskultur verstärkt. Der Bremer Bahnhof wird gestaltet. Und zwar an dieser Stelle hier wird ein Bild entstehen zum Thema Willkommen heißen. Dass sich die Menschen, die hier sind, willkommen geheißen fühlen. Eine weitere Idee ist, dass wir das Wort Willkommen aufschlüsseln und dass die Wörter wie Wertschätzung, Respekt, Achtung dort an den Säulen ihren Platz finden sollen. Und dann habe ich mir noch was Besonderes ausgedacht. Und zwar an dieser Stelle kann es sein, dass Sie hier auf einen Knopf drücken können und dann hören Sie in allen Sprachen Willkommen und bekommen einen persönlichen Willkommensgruß. Hier zum Beispiel, das könnte ein Platz werden, wo die Menschen sich willkommen heißen und ein wunderbares Mosaik entsteht. Wir brauchen Ihre finanzielle Unterstützung, damit das Projekt umgesetzt werden kann. Und wir haben ein ganz tolles Lied für Bremen, Station of Welcome für Bremen, für unsere Willkommenskultur, die gestärkt wird dadurch. Und so können wir den Komponisten bezahlen, die Sängerin, die Textschreiberin. Und dann im Bremer Bahnhof, wie der ganze Bahnhof gestaltet wird, dass überall das Willkommen sichtbar wird, braucht natürlich auch Geld. Und die Ausrufung des Bahnhofs des Willkommens am 14. Februar 2016, da haben wir Kosten für die Werbung, für die Bühne, für die Technik und für die Sängerin, die dann live singen wird. Mit dem Bahnhof des Willkommens haben wir ein ständiges Symbol, was uns erinnert, du bist willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich achte dich. Ich freue mich, mit dir ganz viele Sachen zu erleben. Und dieser Bremer Bahnhof ist einmalig in Deutschland. Weltweit wird damit eine Willkommenskultur gestärkt. Ich habe damit mit dieser Aktion einen Stein ins Wasser geworfen und ich weiß noch nicht, wohin diese Wellen tragen. Und mit Ihrer finanziellen Unterstützung wird es noch weiter getragen, diese Idee. Und damit schaffen Sie, dass in unserer Gesellschaft die Willkommenskultur gestärkt wird für Wertschätzung und ein respektvolles Miteinander. Danke.